Hallo und herzlich willkommen, lieber Waage. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich werde jetzt schnell und kurz und knackig die Monatsbotschaft für dich rausholen. Okay, und falls dir das Video gefällt, freue ich mich auf ein Abo, auf ein Like oder dass du das Video teilst. Danke, 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 danke. Habt ihr eine Monatsbotschaft für den Wagen? Für jetzt, ne? Für Februar. Februari, Monatsbotschaft, Februarbotschaft für den Wagen, für die Waage, für den Wagen. Waage, ne? Nicht Wagen, Waage. Monatsbotschaft, Februar, Waage. Bitte, bitte, danke, danke. Aha. Okay, es gibt jemanden, du oder jemand anderes, der Eremit. Der Eremit, der zieht sich zurück. Der zieht sich zurück und schaut sich sein Leben an und zieht sich zurück von allem, was gerade los ist. Hier noch eine Botschaft für die Waage. Keine Botschaft mehr. Scheint so, als soll es keine Botschaft sein. Also, Eremiten. Du bist der Eremit und ziehst dich zurück. Du ziehst dich zurück von allem, was ist, nicht von allem, was ist, und ziehst dich vor zurück zur Erde und schaust nach innen in deinen dunklen Seelenheimat hinein. Und du bist eine sehr, sehr kluge, aufgeschlossene, intelligente Frau. Und du weißt ganz genau, was Phase ist. Habt ihr keine Botschaft für die Waage? Monatsfebruarbotschaft? Nicht? Ah, jetzt. Der Herrscher, der herrscht. Der hält sich an Regeln, an Gesetzen. Und es führt zu einer Gerechtigkeit. Gerechtes. Gerechtigkeit in deinem Leben. Es muss jetzt nichts Schlimmes heißen. Ja, gerecht heißt auch so dieses Gleichgewicht, ne? Von Geben und Nehmen beispielsweise. Das ist so dieses Geben- und Nehmen-Prinzip. Wer nimmt zu viel, wer gibt zu viel? Ist das ins Gleichgewicht? Passt ja auch perfekt, ne? Waage. Für den Wagen. Für die Waage. Das kommt so bei mir rein. Und der Herrscher. Ist jemand, der, mein Gefühl sagt mir, jemand, der sehr dynamisch ist, jemand, der sehr intelligent ist, der sich vielleicht etwas auskennt in deinem Leben, der dir helfen kann, der dir Hilfestellung geben kann und vielleicht auch so ein bisschen Richtungwechsel geben kann, kommt mir so ein bisschen vor, kommt mir so ein bisschen rein bei dem Wagen, bei dem Herrscher, sorry, für die Waage, bei dem Herrscher. Das Wort Deutsch. Genau. Also, für den denkst du jetzt, hä, was ist jetzt hier los? Also, hier geht es gar nichts los. Es ist so, dass du dich zurückziehst. Zurückziehst in dein Häuslein
vom Internet frei machst und nach innen schaust. Du schaust nach innen und machst dein Leuchten an. Vielleicht bearbeitest du deine Themen. Vielleicht gibt es hier so ein Gerechtigkeitsthema für dich. Vielleicht wurdest du nicht gerecht behandelt. Die Waage stellt natürlich dieses Gleichgewicht her. Ne? Das kann auch sein, dass es ein Gleichgewicht ist. Muss nicht über Gerechtigkeit sein. Ein Gleichgewicht heißt auch männliche und weibliche Energie. Dass du das ins Gleichgewicht bringst. Ja, und das ist, was ich fühle. Und der Herrscher, der kann dich dazu, dich zu bringen. Gleichgewicht auch in Geben und Nehmen Prinzip. Wer gibt, wer zu viel hat. Und du weißt genau, dass du sehr, sehr, sehr intelligent bist. Du bist eine sehr intelligente Frau. Ein Tarot-Deck heißt das auch bei den Stäben, dass die, wenn ich das jetzt hier mal richtig übersetze, Moment, Königin der Stäbe, freundlich, liebevoll, ehrlich, Liebe zu Geld und Erfolg im Geschäft. Ist das nicht schön? So eine bist du. Bist du eine so? Genau. Und der Herrscher, der herrscht. Der weiß genau, wo es lang geht. Der hat die Kraft, die Stärke und die Verwirklichung. Also vielleicht hast du, ja, du brauchst eigentlich gar nicht den Herrscher haben, sondern du bist die Person. Du hast die Kraft, die Stärke und die Verwirklichung, da reinzugucken in dein Thema. In dein Thema reinzugucken und zu heilen. Weil du merkst, das kann ja nicht weitergehen. Die Gerechtigkeit war. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Geht es auch um gesundes Urteilsvermögen. Ne? Also du weißt, was richtig und falsch ist. Dieses gerechtes Abwägen. Das ist auch interessant. Das kann man auch nochmal reinsetzen. Ne? Gerechtigkeit, Mut. Für mich ist es auch noch so ein bisschen so, wenn ich die Waage sehe, so dieses Gleichgewicht zwischen Mann und Frau. Ist ja eigentlich auch Abwägen. Also Abwägen der Situation. Also das ist natürlich eine riesengroße Möglichkeit in der Tarot Reading. Das kann alles sein, wenn wir jetzt mal danach gehen. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.